So, und damit hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich möchte mit euch wieder eine Runde Slither.io spielen, aber diesmal mit einer kleinen Neuerung, und zwar mit einem Add-on für Slither.io, wo es ein paar Zusatzfunktionen gibt. Das Add-on packe ich euch unten in die Beschreibung rein, das könnt ihr euch downloaden. Das ist ein ganz normales Add-on für Google Chrome. Funktioniert allerdings auch nur mit Google Chrome, also Mozilla oder Internet Explorer, das funktioniert nicht. So, was haben wir für Vorteile? Ja, wir haben einerseits die Möglichkeit, uns hier zwischen den ganzen Servern, die es für Slither.io gibt, zu entscheiden, auf welchen wir gehen wollen. Es sind ja fast 600. Und ja, das ist auf jeden Fall vorteilhaft, wenn man mit anderen Leuten zusammenspielen will, wenn man mit seinen Kumpels spielen will oder sonst was, kann man sich hier einen Server aussuchen und die IP steht dann hier, die kann man sich kopieren und kann die dann jederzeit benutzen. Und was noch eine schöne Funktion ist, ist hier unten diese Fast Rendering Funktion. Es gibt einmal das normale Rendering, wie ihr das alle kennt, das normale Slither.io von der Grafik her, und einmal das Fast Rendering, das ich euch auch heute zeigen möchte. Es sieht für denjenigen, der das Spiel kennt, etwas gewöhnungsbedürftig aus. Allerdings ist es ein großer Vorteil für die Leute, die ein paar Probleme damit haben, das Spiel lagfrei zu spielen, weil es kann sein, wenn viele Schlangen auf einem Haufen sind, dass es etwas laggt, vor allem für Leute, die vielleicht nicht den High-End-Computer haben, so wie ich auch, ist das auf jeden Fall eine schöne Lösung, da etwas entgegenzuwirken. Ja, und es gibt noch eine dritte Funktion, die ich euch gleich im Spiel zeigen werde, was auf jeden Fall sehr nice ist. Wie gesagt, wir starten einfach. Ich fange kurz an, erkläre was dazu und dann werde ich noch ein bisschen weiterspielen und mal schauen, was so der Highscore heute sagt. Und ja, viel Spaß auf jeden Fall. Ich werde jetzt einfach mal hier auf einen Random Server gehen. Ich suche mir keinen bestimmten aus und dann fangen wir einfach mal an. Ja, wie gesagt, also es sieht relativ gewöhnungsbedürftig aus fürs Erste. Jeder, der das kennt, dass die normale Optik von den Würmern, wird jetzt erstmal denken, ach du Scheiße, das sieht echt beschissen aus. Allerdings ist es ein großer Vorteil für Leute, die halt ein bisschen Probleme mit den Lecks haben. Und was noch der dritte große Vorteil von dem Add-on ist, man kann herauszoomen. Man kann heraus und hereinzoomen, wie man lustig ist, so weit wie man lustig ist. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr nice. Ist ein großer Vorteil im Gegensatz zu dem normalen Slither.io. Das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn ich jetzt hier eine Schlange sehe, das wäre jetzt ungefähr mein normaler Blick. So könnte ich jetzt sehen, was macht die hier oben überhaupt? Ja. Und ich würde sagen, wie gesagt, der Link zu dem Addon ist unten in der Beschreibung. Holt's euch, zieht's euch rein, ist auf jeden Fall nice. Und ja, ich werde hier ein bisschen weiter fighten und danke fürs Zusehen, sage ich jetzt auf jeden Fall schon mal. Ich werde nachher keine Abmoderation machen. Und ja, viel Spaß euch noch.